Für die Märkte gibt es derzeit zwei große Themen. Erstens der Ukraine-Konflikt, eher kurzfristige Natur wahrscheinlich, zumindest als Marktthema. Und zweitens natürlich die Inflation und die Reaktion der Fed darauf. Und der Ukraine-Konflikt hat zunächst mal heute dafür gesorgt, dass die Märkte nach unten sind. Dann dafür gesorgt, dass die Märkte steigen konnten nach einer geradezu Oscar-reifen Inszenierung von Putin und Lavrov. Dazu gleich mehr. Jedenfalls ist es so, dass natürlich diese permanente Dramatisierung, die von den Amerikanern ausgeht, die uns ja permanent erzählen, also morgen geht's los. Und wenn nicht morgen, dann spätestens übermorgen. Morgen, weil unbedingt die Russen da sofort einmarschieren, während die Ukrainer selbst und auch die Russen sagen, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht auf dem Tisch, das ist gar nicht beabsichtigt, aber eins scheint auch klar, dass durch diese permanente Dramatisierung der Amerikaner die Europäer die Kosten zahlen in Gestalt permanent steigender Energiekosten, denn diese Kriegsdrohung sorgt für Verteuerung dieser Energieträger und man kann nur die Frage stellen, warum machen die Amerikaner das? Erstens wahrscheinlich, weil man 2014 damals kalt erwischt wurde, als die Russen die Krim besetzten. Hatte man nicht auf dem Zeiger und versucht jetzt durch diesen permanenten Alarmismus Putin sozusagen so mürbe zu machen, ihm zu signalisieren, wir wissen, was du vorhast, du kannst hier kein Kaninchen aus dem Hut zaubern, das uns kalt erwischt, aber faktisch zahlt eben Europa den Preis dafür und das ist natürlich ein Problem. Natürlich wollen die Amerikaner, dass wir weniger Öl und Gas möglicherweise aus Russland beziehen, sondern eher aus westlichen Ländern. Deswegen hat man sich seitens der Amerikaner rührend bemüht, sozusagen andere Energiequellen aufzutun. Die Bundesregierung pennt eh. Heute hat sie das erste Mal deutschen Energiekonzernen gesagt oder deutschen Gasfirmen zum Beispiel, ja, stellt bitte doch die Versorgung mit Gas sicher. Das ist also denen brühwarm ganz früh aufgefallen. Jedenfalls, wir sehen die Ukraine heute. Nochmal gesagt, also wir sehen jetzt nicht, dass die Russen unmittelbar einmarschieren wollen. Zelensky selber, der ukrainische Präsident, hatte ja Biden eingeladen und gesagt, zeig uns doch mal Beweise dafür, die glaubhaft sind, dass dieser Einmarsch unmittelbar bevorsteht. Das Pentagon heute dagegen, heute gesagt, ja, also Putin schafft sich jetzt wieder ganz neue Optionen militärischer Natur. Also ein bisschen verdächtig ist das schon, dieser Alarmismus der Amerikaner. Christian Rieck hat in einem sehr, sehr interessanten Video aus spieltheoretischer Sicht mal die Dinge versucht darzustellen. Wer hat welche Interessen, wer ist in welcher Konstellation, also die USA, Europa, Russland und die Ukraine und zeigt, dass die Amerikaner eigentlich von dieser Situation am meisten profitieren können und diese Karte eben spielen. Die schlechtesten Karten haben, das sind die Europäer. Interessantes Video. Ukraine-Konflikte können Sie ja gerne mal googeln. Mohammed El-Erian jedenfalls hat klar gemacht, dass natürlich wer die Kosten trägt, das sind die Europäer. Wir haben das Stagflationsrisiko, denn Energy ist einer der größten Faktoren eben für Inflation und dementsprechend, je teurer Energie ist, umso größer die Belastung für die Unternehmen. Das wiederum führt zu einem Wirtschaftsabschwung bzw. mindestens zu einer Stagnation der Wirtschaft. Daher der Begriff Stagflation, also eine Mischung aus Stagnation und Inflation. Und hier heute ein Artikel auf Finanzmarktwelt, der einen Aspekt zeigt, den wahrscheinlich kaum einer auf dem Zeiger hat, nämlich die sogenannten OSZE-Friedensbeobachter. Die sollen nämlich mindestens teilweise, wenn nicht komplett abgezogen werden und dann ist der Eskalation im Grunde Tür und Tor geöffnet, denn dann kann niemand mehr sagen, ja, wer hat denn jetzt angefangen, was ist chronologisch wie passiert, sondern dann könnte da eine Propagandaschlacht drohen, die seinesgleichen suchte, dazu gleich nochmal mehr. Aber gehen wir weiter im Text. Heute diese großartige Inszenierung, also man muss sich vorstellen, da wird plötzlich ein Video gezeigt, wo Putin also sagt, ja, was können wir denn jetzt machen? Und der Lavrov, ja, also ich sehe folgende Option, die wir haben, ja, können wir den weiterverhandeln, Putin? Ja, Lavrov, ja, das könnte man machen. Ja, okay, dann tun Sie das, Herr Lavrov. Also das ist, also da wäre Hollywood ganz neidisch für diese Inszenierung. Das ist ja nicht so, dass man da plötzlich eine Kamera draufhält, während die zwei sich unterhalten, sondern das ist vorher sorgsam orchestriert worden, dieser Dialog. Man hat gemerkt, am Anfang hat Putin so ein bisschen sich mal versprochen. Also der bessere Schauspieler war Lavrov, musste man sagen. Aber das war natürlich auch klug seitens der Russen, hier erstmal diese Dramatisierung der Amerikaner zu konterkarieren, indem man sagt, ach nee, wir würden gerne weiter verhandeln. Die Märkte fanden es super, die Aktienmärkte, die vorher, wie gesagt, unter Druck waren.
Die konnten sich dann erholen. Vorher zum Beispiel ein Tweet von Gazprom hat nochmal darauf hingewiesen, die Lager, die Gaslager in Europa, die Gasspeicher, die sind ziemlich leer. Das ist eine gefährliche Geschichte, so hat man darauf hingewiesen. Auch das natürlich ein Schachzug, eine Umfrage der Deutschen Bank übrigens in Sachen Fondsmanager und großer Geldverwalter hat gezeigt, dass nur 7% vor 2 Monaten diese Situation irgendwie auf dem Zeiger hatten, nämlich diesen Ukraine-Russland-Konflikt als wirklichen Faktor auch für die Märkte. Jedenfalls sehen wir, dass die Leidtragenden, diejenigen, die die Rechnung bezahlen, die Amerikaner zündeln ein bisschen und der Europäer darf es bezahlen, um es einmal so zu formulieren. Wir sehen, dass zum Beispiel die Dutch TTF Futures 14% gestiegen sind teilweise. Wir haben gesehen, dass der Ölpreis gestiegen ist. Und das ist natürlich klar, dass wir die Kosten bezahlen, die Amerikaner, die sind eben nicht abhängig von russischem Gas, wir sind es, 55% des Gasbedarfs wird aus Russland gedeckt und auch Öl spielt eben hier eine maßgebliche Rolle. Aber kommen wir zum zweiten Thema. Das ist die Fed und heute hat man darauf gewartet, was James Ballard sagte. Das war annonciert von CNBC, 14:30 heute das Interview und im Grunde hat er die hawkischen Aussagen bestätigt. Er hat gesagt, ja, ich gehe davon aus, dass die Märkte das schon irgendwie verkraften. Das kann man jetzt so lesen, dass er sagt, mir ist egal, was die Märkte darauf tun. Oder dass er sagt, ja, ich glaube nicht, dass die Märkte eigentlich in Panik geraten. Beide Interpretationen sind möglich. Jedenfalls hat er gesagt, die Credibility, die Glaubwürdigkeit der Fed steht auf dem Spiel. Und interessant war auch, dass er sich sehr erfreut zeigte, dass die Renditen für zweijährige US-Staatsanleihen nach oben gegangen sind. Diese Anleihen sind ja diejenigen, die mit am stärksten die kommenden Zinsanhebungen durch eine Notenbank reflektieren. Dann auch Aussagen von Ballard. Also man sieht Engpässe bei Arbeitskräften. Das ist das, was er von den Unternehmen hört. Und das wird sich auch in den Löhnen niederschlagen. So Ballard, das werden wir dann, so sagt er weiter, in den nächsten Inflationsdaten sehen. Also das ist ein direkter Hinweis auf diese Lohnpreisspirale, die, wenn man genau hinhört, bei Ballard voll im Gange sei, weswegen eben die Fed jetzt schneller agieren müsse, Bilanzreduzierung bis zum 1. Juli, 4 Zinsschritte, möglicherweise auch 0,5% Zinsschritte, so der St. Louis Fed-Chef. Heute ja diese Sitzung stattgefunden, 17.30 Uhr deutscher Zeit. Und all das hinter verschlossenen Türen, dass die Fed sozusagen dann sofort die Zinsen anhebt, ist unwahrscheinlich, aber es könnte eben doch sein, dass die US-Notenbank vor dem 16. März doch diesen Zinsschritt machen wird. Und gucken wir mal in Sachen Inflation. Jetzt ist natürlich so, dass die Amerikaner Helikoptergeld bekommen haben, etc. etc. Aber wenn wir uns mal angucken, wie viel Rücklagen hat bei den Amerikanern, dann sehen wir, dass es vorwiegend diejenigen sind, die unter den obersten 10% der Einkommensschichten sind. Die haben richtig fettes Sparvolumen, während schon diejenigen, die mehr haben als 80% der Bevölkerung, also die Prozentzahl 80 bis 90, die haben keine $15.000 in Reserve und die zählen zu den obersten 20%. Das muss man sich vorstellen. Also man sieht, wie dünn das Eis ist, weswegen natürlich diese Inflation, das hat Ballard heute auch gesagt, vor allem die mittleren und die unteren Einkommensschichten hart trifft, die dann in ihrer Konsumfähigkeit maßgeblich eingeschränkt sind. Schlecht für eine Wirtschaft, die so stark auf Konsum basiert. Hier mal übrigens die sogenannte Consumer Inflation von Shadow Statistics, also eine alternative Berechnung von Inflation. Und hier sehen wir, laut dieser Berechnung wäre die Inflation etwa bei 15%, nicht bei 7,5%. Und wenn wir das jetzt mal mit dem Super Bowl abgleichen, der ja in der Nacht auf den heutigen Montag abgelaufen ist, dann sehen wir, dass dort die Werbeanzeigen 18% mehr gekostet haben als letztes Jahr. Das ist der größte Anstieg seit 2001. Ist natürlich jetzt kein Beleg für diese Schatteninflation, aber es zeigt so ein bisschen etwas, es bringt etwas auf den Punkt, was sozusagen im Kleinen gesehen werden kann, was das große Bild dann auch ein bisschen mit erzählt. Und Carmen Reinhart, sehr bekannt als Ökonomin, hat in einem Artikel mit einem Kollegen gesagt, also schaut euch an, was in den 1970er Jahren passiert ist, da haben die Notenbanken zu spät reagiert und mussten dann umso drakonischer
vorgehen gegen die Inflation. So ist es wieder. Das wird zwar erstmal wehtun und wird auch den Märkten wehtun, aber wenn man es nicht tut, wären die Folgewirkungen langfristig viel negativer. Man muss also vielleicht mal Schmerz in Kauf nehmen, damit dann der Organismus auch geheilt werden kann. Man kann nicht immer nur sich Schmerztabletten reinpfeifen und sagen, ja, jetzt spüre ich nichts mehr, jetzt ist alles gut. Wir sehen hier, dass 71,4% aller entwickelten Länder in Anführungszeichen eine Inflation von über 5% haben. Das sind natürlich horrende Zahlen. Und hier sehen wir, wie jemand einen anderen erschießt. Dieser eine ist Jay Powell, der hat den Stockmarkt erschossen und dann sagt er, also wie konnte Russland das nur tun? Das ist ja eine ganz schlimme Tat. Kleiner Scherz natürlich am Rande. Interessant ist, dass bei der Umfrage der New York Fed, die einmal im Monat durchgeführt wird, in Sachen Inflationserwartungen der Menschen, das erste Mal jetzt seit Oktober 2020 die Inflationserwartung ein bisschen gefallen ist. Warum ist sie gefallen? Wahrscheinlich, weil die Leute jetzt sagen, ja, die Fed wird etwas gegen die Inflation tun. Damit hat die Fed, ähnlich wie mit dem Anstieg der Renditen, ja durchaus schon ein gewisses Ziel erreicht. Und heute Morgen hatte ich diese Statistik gezeigt, die nachweist, dass wahnsinnig viel Geld jetzt auch im Januar in die Märkte geflossen ist, in Aktienfonds, in ETFs etc. Dennoch sind die Kurse latent oder überwiegend gefallen. Jetzt haben viele gesagt, ja, wie kann denn das sein? Und das ist im Grunde eine sogenannte Distribution. Ich denke, dass das Geld bzw. die Aktien von den Starken in die schwachen Hände derzeit gegeben wird. Und das macht diese ganze Marktsituation so nervös und schwierig wahrscheinlich auch. Hier sehen wir mal, wie Lance Roberts zeigt, dass im Grunde seit Juli 2021 wir ein Muster haben, wie wir es bei den letzten Bärenmärkten auch gesehen haben. Und natürlich ist die Sache so, wenn die Notenbank alle Boote hebt durch Liquidität, wenn sie dann diese Liquidität durch Zinsanhebungen und durch Reduzierung der Bilanz absaugt, der Gedanke nicht so fern liegt, dass das für die Aktienmärkte vielleicht ein Problem wird, zumal diese Aktienmärkte in den USA mit ca. 200% des BIPs bewertet sind. Damit deutlich höher als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase oder auch der New Economy-Blase, respektive der Finanzkrise, so muss es heißen. Also wenn wir da ein bisschen runterkommen, dann wäre das so fürchterlich erstaunlich nicht. Der Durchschnitt der letzten Jahrzehnte liegt unter 100%. Also da ist zumindest übergeordnet mal vielleicht die Überlegung, dass das für die Märkte übergeordnet doch ein Thema werden kann, nicht ganz verkehrt. Auch wenn wir heute positive Kurse sehen und das kann sich auch morgen fortsetzen, keine Frage. OSZE, Friedensbeobachtung, entscheidend über Krieg und Frieden. Auf diesen Artikel hatte ich hingewiesen. Sehr viele Insider-Informationen über die Lage im Donbass, über die Interessenskonstellation, auf die ich Sie verweisen möchte, in dem Artikel, den ich unter dem Video verlinkt habe. Und jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.